Was bedeutet Demokratie? Mein Name ist Lorenz Kavala und die 5a aus der Schule BGP AG Lachenfeld in Klagenfurt möchten heute anhand 4 Sketches in den Sprachen Deutsch und Englisch zeigen, was Demokratie bedeutet und wie sie auch in verschiedenen Lebensbereichen praktiziert werden kann. In unserem ersten Clip handelt es sich um ein Familienproblem, das auf demokratischen Wege gelöst werden muss. Wie dieses Problem gelöst wird, zeigt sich gleich. Und nun sage ich Film ab und wünsche gute Unterhaltung. So, wir gehen jetzt. Na, Moment. Papa! Moment! So. Nein, also wirklich, wie schaut ihr denn aus? Das ist ja unmöglich. Wieso kann man nicht aus dem Haus gehen? Wieso, sieht doch toll aus. Manfred, sag du doch auch etwas. Und passt schon. Nein, so geht das nicht. Zieht euch etwas anderes an. Nein, von dir lassen wir uns gar nicht. Wie redet ihr mit mir? Nein, also wirklich. Diese Taschen, diese Schuhe. Ja, wenn es uns gefällt. Jetzt schaut doch auf eure Eltern. Als ich noch jung war, durfte ich nicht so mitbestimmen. Oma, von dir lassen wir uns auch jetzt nichts sagen. So redet man nicht mit Erwachsenen. Ihr geht nirgends hin, wenn euch so daneben benehmt. Wie lange wollt ihr denn überhaupt wegbleiben? Um 10 Uhr seid ihr wieder zu Hause, aber nur, wenn ihr euch umzieht. Aber bitte, wir dürfen doch auch unsere Meinung sagen. Ja, genau. Und außerdem, unsere Freunde dürfen viel länger wegbleiben als wir. Das ist so unfair. Das ist mir egal, wie lange eure Freunde wegbleiben dürfen. Um 10 Uhr seid ihr wieder zu Hause. Basta! Na gut, aber wir behalten unser Gewand an. Genau. Ausnahmsweise, also dann viel Spaß. Und passt auf euch auf. Ja, machen wir. Papa! In unserem nächsten Clip wollen wir zeigen, dass es trotz allgemeinem Bemühens, auf demokratischen Wege eine Lösung zu finden, dennoch immer wieder zu Streitereien und Uneinigkeiten kommen kann, die mehr oder minder heftige Auseinandersetzungen wegen Meinungsverschiedenheiten zur Folge haben können. Was haltet ihr davon, wenn wir heute bei diesem schönen Wetter hinaus in den Herbertgarten gehen, um etwas Fußball zu spielen? Ich habe meine Laufschuhe nicht mit. Dann nimm doch einfach deine Straßenschuhe. Ich habe gestern neu gekauft. Wenn du keine Laufschuhe hast, dann bleib doch in der Turnhalle. Aber schau doch mal, heute ist so ein schönes Wetter, das müssen wir doch ausnutzen. Das muss man dir nicht sagen. Jetzt hör doch endlich auf zu streiten, ihr beide geht mir schon so auf die Nerven. Warum mischst du dich überhaupt ein? Du ziehst einfach deine Straßenschuhe an und wir gehen hinaus turnen, okay? Was ist los mit dir? Schaut fort aus! Ist hier los? Wir leben heutzutage in einer Demokratie, wo jeder mitbestimmen kann. Und wir einigen uns heute darauf, dass wir hinausgehen in den Herbertgarten, um Fußball zu spielen. Und du ziehst jetzt sofort deine Straßenschuhe an. Schluss, aus, basta! Na gut. Okay. This sketch is a situation in a cinema. A girl thinks she's the leader of a girl group and that she's the one that decides which film they are going to watch, and also what kind of snack they are going to take. But in a democracy is this the wrong way, because no one should be allowed to tell you what you have to do. And here is the sketch. Girl, what's wrong with you?
You're not the nice and understanding person we have known. You have your own money, so pay for yourself. Come on, guys. Let me tell you something. Once I had a friend like you, and then we split up, and today I really regret it because we were so close. If you really like her, you should forgive her for being so possessive. You know what I like to say? Friendship's like a democracy, not a dictatorship. Yeah. There's no queen or something. And if you can't respect other people's opinion, then you'll never be able to have a real relationship with someone. Yeah, Hannah, she's right. We'll forgive you, but only because you're our best friend. Yeah, I know, I'm sorry, I'm really sorry. I know you're mad at me, but I will try to make it better, okay? Yeah. Okay. Go and watch your film, guys. Thank you. Thank you, bye! Now you are going to see a discussion about politics and democracy among adolescents. They don't think it's good that a 6-year-old child is able to vote, but doesn't have the possibility to be elected into the House of Parliament. Now look at this. Sabrina's talk show. Today our topic is democracy in Austria. Now say hello to our guests Samra, Miriam and Victoria. Let's start with you, Samra. What do you think about democracy in Austria? Well, that's a very good question. I think the 16-year-old should not vote because most of them are not interested into politics and they don't know yet what they want at this age. Yeah, that's a good point. So, Miriam, what's your opinion about it? I don't care about it. I have other problems and for me it doesn't matter which politician has been elected. Okay, alright. Now we'll ask you, Victoria. Yes, in my view it's good that teenagers are allowed to vote because they can take responsibility. I think that you become a little bit independent from the judgment of your parents. Well, now we've heard three opinions from three different personalities, and I hope they have showed you another side of politics. And you will remember about it when you go to the next votes. Thank you for watching us, and I hope we'll see you soon. Next week, same time, same place. Bye. Alone. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus.